Ja, Tommy, erstmal schön, dass wir dich wieder auf dem Platz begrüßen dürfen. Und die Frage an dich, alles hat gehalten soweit? Ja, also vom Knie her alles gut. Hat mich gut gefühlt und jetzt ja schon seit einigen Wochen mit der Mannschaft trainiert. Und der Trainer hat mir jetzt ein paar Minuten gegeben und darüber bin ich auch froh. Aber über die anderen Umstände des Spiels natürlich nicht. Ja, es ist natürlich 4:0, ganz schönes Brett und genau das, was wir eigentlich nicht wollten vor dem Spiel und was ich auch, glaube ich, keiner von euch hätte vorstellen können. Hast du irgendwie eine Erklärung, wie das zustande gekommen ist heute? Ja, ich glaube, so kurz nach dem Spiel finde ich da jetzt auch keine Erklärung für. Wir haben uns das ganz anders vorgenommen. Wir wollten hier ordentlich auftreten und gerade für die Fans, hier 1500 Fans wieder dabei, wollten wir natürlich mehr zeigen und das ist uns heute nicht gelungen und jetzt müssen wir im letzten Heimspiel nochmal alles raushauen, um uns da nochmal bei den Fans zu bedanken für die Saison. Ja, ich denke mal so 20.000 könnten sogar kommen und wäre natürlich super. Rechnest du auch wieder mit dem Einsatz? Ja, das entscheidet nachher der Trainer, aber ich wäre froh, wenn ich nochmal einen Einsatz bekomme und ich möchte mich gerne zeigen und von daher hoffe ich, dass wir am letzten Spieltag nochmal alles rausholen und gegen Halle dann gewinnen. Also auch wenn es natürlich heute ein bisschen bitter ist, trotzdem eine gute Heimfahrt und Kopf hoch und nächste Woche, letztes Spiel, Klassenhalt haben wir glücklicherweise sicher und kommt gut heim. Danke, ja auch. Ganz schön schwer zu verdauen erstmal. Erste Halbzeit lief eigentlich ganz gut, dann kam so ein bisschen unglücklich das Gegentor. Aber eigentlich habt ihr dann ganz gut wieder einen Tritt gefunden, seid in die zweite Halbzeit gut reingekommen und dann ja, war dieser Doppelschlag, hat der euch so das Genick gebrochen? Ja, klar, wenn du zwei Tore innerhalb von, keine Ahnung, 3, 4, 5 Minuten kassierst, das bricht dir natürlich das Knick heute, das ist ganz klar. Steht es 3:0 nach einer Stunde. Und dann musst du gucken, dass du nicht noch deutlicher irgendwie in die Räder kommst. Jetzt haben wir mit 4:0 haben wir richtig einen Arsch aufgerissen bekommen heute. Tut weh, tut sehr weh, schmerzt. Wir gucken jetzt, dass wir nächste Woche gegen Halle die Kräfte nochmal bündeln und dann gegen Halle den Fans und uns einen persönlichen Saisonabschluss liefern. Und uns dann vernünftig auf das Pokalfinale zwei Wochen später vorbereiten. Ja, man hatte heute ein bisschen das Gefühl, manchmal hat es so wenig an der Konzentration gehapert. Ist es jetzt einfach auch die lange Saison, die so ein bisschen ihren Tribut fordert? Ja, wir haben die ganze Woche darüber gesprochen, dass wir auch ein internes Ziel haben und dass wir nicht nachlassen wollen. Aber ja, wer Fußball spielt, der weiß, wenn du über Wochen, über Monate am Limit spielst, und der Spannungsabfall war letzte Woche dann doch sehr, sehr groß. Wir waren alle sehr erleichtert. Dann ist es auch nicht so einfach, nochmal hochzufahren. Dann kommst du hierher. Hier ist es nochmal 15 Grad wärmer als in Rostock. Aber darf alles keine Entschuldigung sein. Wir haben keinen Grund, uns 4:0 hier von der zweiten Mannschaft von Mainz abschlachten zu lassen und den Fans dann auch so ein Spiel zu bieten. Nichtsdestotrotz natürlich müssen wir das analysieren und werden das auch, denke ich, die Woche über analysieren. Und dann, ja, wie schon gesagt, hoffe ich, dass wir gegen Halle nochmal alle, jeder Einzelne alles reinhauen und für alle einen persönlichen Saisonabschluss sorgen. Also an der Motivation bei 20.000 schreienden Hansa-Fans im Ostseestadion wird es dann wahrscheinlich nicht hängen nächste Woche, oder? Nee, ganz und gar nicht. Also die Fans haben auch eine ganz, ganz schwere Saison hinter sich, haben uns die ganze Saison über, egal wie es gelaufen ist, immer überragend unterstützt. Das ist gar keine Frage. Wir fahren zu jedem Auswärtsspiel und haben fast immer ein Heimspiel, außer jetzt, keine Ahnung, in den großen Stadien, dann, wenn die voll sind. Aber trotz alledem, die Hansa-Fans haben uns überragend unterstützt und wir sind es vor allen Dingen denen schuldig, aber auch uns als Mannschaft, dass wir da nochmal ein gutes Ergebnis liefern, ein gutes Spiel zeigen und dann auch vernünftig die Saison beenden, weil ich denke, gerade die Rückrunde, trotz dem Spiel heute, kann sich dann doch mehr als sehen lassen. Ja, das denke ich auch. Also jetzt abhaken, Busfahrt irgendwie versuchen rumzubringen, die 8-9 Stunden, die ja vor euch liegen und dann nächste Woche gegen Halle nochmal angreifen. So sieht's aus, ja, genau. Ja, ich glaube, wir waren in der ersten Halbzeit noch ziemlich gut im Spiel und haben dann auch ein vermeidbares Gegentor bekommen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir uns eigentlich vorgenommen, nochmal richtig nach vorne was zu machen. Aber wir haben dann auch unglaubliche Fehler gemacht, die dann zu Toren geführt haben und da so kann man natürlich nicht spielen. Gab es da in der Kabine jetzt schon eine Ansprache oder muss man das jetzt erstmal sacken lassen, um jetzt kein falsches Wort vielleicht hier rauszuhauen? Ja, wir trainieren morgen früh ganz normal. Dann kann man nur noch genug bringen. Aber es ist auch vorbei. Es ist ärgerlich und enttäuschend, aber ja. Es war auch so, wir haben viele Umstellungen gehabt innerhalb der Gruppe und das war nicht so leicht. Das hat man, glaube ich, auch sehr deutlich gemerkt, dass da einige Spieler auch wenig Spielpraxis haben. Aber trotzdem war es natürlich sehr ernüchternd.
war ja ein bisschen kurios oder paradox, die Fans, die hier mitgefahren sind, haben das gefeiert. Die Mannschaft stand so ein bisschen ratlos davor, wusste nicht, was sie richtig machen wollte. Du bist, glaube ich, ziemlich sauer dann abgedampft. Ja, also unsere Fans waren fantastisch und die haben wenigstens noch sich selbst gefeiert dann bei dem schönen Wetter. Aber ja, das Beste ist, dass Marco Kofler sich nicht schwer verletzt hat bei dem Foul in der ersten Halbzeit. Da habe ich große Befürchtungen gehabt, dass er sich vielleicht das Bein schwer verletzt hat. Und die Fans waren gut. Wir waren nicht gut. Leider. Ziel setzen 50 Punkte, wird er jetzt nichts mehr? Das wird schwierig, ja. Und wie ist jetzt das neue Ziel? Ja, wir wollen auf jeden Fall das Heimspiel gegen Halle gewinnen natürlich. Wir wollen den Zuschauern und den Fans einen vernünftigen Saison-Liga-Abschluss bieten und uns dann auch vernünftig vorbereiten auf das Pokalendspiel. Aber nächste Woche werden wir nochmal richtig Gas geben, damit wir das Spiel gegen Halle zu Hause gewinnen, weil ich glaube, das sind wir auch unseren Fans schuldig. Drei Umstellungen mussten sein heute. Mhm. Die vierte kam ein bisschen überraschend. Warum stand Johannes heute im Tor? Ja, ich glaube, Pommes wird am Saisonende den Verein verlassen. Er hat sich hier in der Zeit, wo ich da bin, total super verhalten. Ist ein super Junge und es steht, glaube ich, wie kaum jemand anderes da für Hansa in den 8 Jahren, die er da war. Und er hat sich das einfach auch verdient durch seine Art und Weise, wie er sich gegenüber der Mannschaft und auch dem ganzen Staff verhalten hat. Und nächste Woche dann wieder Marcel? Ja, ja. Wenn wir das recht, Entschuldigung, dann nicht zu Hause vor den eigenen Fans das Abschiedsgeschenk? Ich glaube, das spielt keine Rolle. Wir haben uns heute so entschieden. Wir haben das mit Marcel Schuhn und Pommes abgesprochen. Und er wollte spielen und dann haben wir ihn spielen lassen hier. Wenn wir das richtig gesehen haben, hat er auch ein paar Tränen in den Augen gehabt, Johannes Brinkis. Stimmt das? Wie hast du das jetzt nach dem Spiel erlebt mit ihm? Ja, ich glaube, er ist schon noch enttäuscht darüber, wie es gelaufen ist. Man spielt ein Spiel in der Saison, man kriegt dann 4 Tore. Also das kann man nicht unbedingt sagen, dass seine Mannschaftskameraden ihm da groß aus der Patsche geholfen haben. Er hatte auch nicht so einen super Tag, glaube ich. Und klar, er hat lange keine Spielpraxis gehabt. Und Fußball ist manchmal so, das ist dann hart und so ist es. Es bleibt aber auch dabei, der kriegt nicht jetzt doch nochmal irgendwie Abschiedsgeschenk nächste Woche eine Halbzeit, ein paar Minuten dann irgendwie. Nein. Um dieses letzte Erlebnis Nein. Heute und dann ist gut. Was wir noch nicht so richtig rausgefiltert haben, was ist denn jetzt eigentlich die Erklärung dafür, dass es dieses 0-4 gab? Es hieß in der kompletten letzten Woche, die Mannschaft will noch Gas geben, ja. Muss noch Gas geben, wir wollen noch keine Wettbewerbsverzerrung oder jetzt im Abstiegskampf. War dann aber vielleicht doch ein bisschen die Luft raus? Fehlten da einfach im Kopf vielleicht 10%? Das ist natürlich so, man kann natürlich als Trainer immer reden und sagen, komm, wir müssen nochmal, wir machen nochmal, aber die Jungs wissen natürlich auch, dass sie nicht mehr absteigen können, dass wir es geschafft haben und man merkt natürlich schon, dass ein Stück weit Spannung verloren geht, aber ich glaube, die Trainingswoche war okay und wenn man es jetzt rein fußballanalytisch betrachtet, dieses Spiel, dann haben wir einfach sehr, sehr schwere Patzer gemacht, die zu Gegentoren geführt haben und wir haben es den Gegnern sehr einfach gemacht. Wir hatten in der ersten Halbzeit ganz gute Ansätze auch über die Seiten. Wir hatten ganz gute Möglichkeiten, auch selber ein Tor zu erzielen. Das haben wir nicht gemacht. Und dann haben wir halt kaum so schwerwiegende Fehler dazu, die dem Gegner eigentlich das Tore-Schießen heute sehr leicht gemacht haben. Speziell nach der Halbzeit. Ich denke mal, es wird eine entsprechende Ansage gegeben haben oder wo man sich nochmal pushen wollte. Und dass dann die Gegentore so einfach fallen, dass die sich da einmal komplett quer durch den Strafraum immer spielen können im Minutentakt. Ja, das war klar. Zu einfach. Ganz klar. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Es war zu einfach. So ein bisschen ein Charaktertest, der nicht bestanden wurde? Nein, das würde ich jetzt, so weit würde ich nicht gehen wollen. Also man muss schon auch sehen, dass wir auf 4 Positionen die Mannschaft verändert haben. Das ist dann für uns nicht aufzufangen. Aber es ist ganz, ganz klar geworden, auch wir müssen immer am Limit spielen. Ganz gleich, wer spielt, um unsere Spiele zu gewinnen oder um auch Punkte zu holen. Das hat man heute ganz, ganz deutlich wieder gesehen. Der Versuch mit Gardavski vorne, Platte links, was steckt denn da dahinter? Ja, also das muss ich Ihnen dann taktisch erklären. Wollen Sie das hören, oder? Ja. Ach so, gut. Also es ist einfach so, dass natürlich durch die Laufbewegung haben wir uns schon Gedanken gemacht im Vorfeld, dass die Mainzer da auf der Seite ein bisschen Probleme hatten. Und das hat auch fast zu einem Tor geführt, als Melvin alleine vor dem Tor war durch den Chip hinter die Abwehr. Das haben wir ein, zwei Mal richtig gut gespielt, aber wir haben uns dafür nicht belohnt. Manchmal waren die Zuspiele zu ungenau oder der erste Kontakt war nicht gut genug. Das war der Plan dahinter. Weil ich vorher zumindest im Training nicht so oft gesehen habe, ihn auf der Außenbahn und er sich, glaube ich, auch noch nicht so als Flanken. Am Mittwoch haben wir so gespielt, aber da waren sie nicht da. Gut. Glaube ich. Oder ist doch? Ist so. Ja, dann.
Marco Kofler, vielleicht eine Frage dazu noch. Machte den eklatanten Fehler beim 0-2, wird dann auch kurz danach ausgewechselt. Viele Fehler einfach gerade von der 6, vom Aufbau heute nach vorne. Viele ungenaue Spiele, die dann halt extrem viel Kraft kosten bei dem Wetter. Folgerichtig die Auswechslung, weil das einfach auch nicht sein Tag war? Ja, Kofi hatte so wie ganz viele andere auch nicht so einen guten Tag heute. Zwischendurch waren wir mal wieder ein bisschen besser drin. Ja, hat sich schwer getan. Nächste Woche sehen wir eine ganz andere Mannschaft wieder? Ja, davon gehe ich mal aus. Es war heute sicherlich ein gebrauchter Tag für uns. Wir waren nicht gut und viele Fehler gemacht. Und wir wollen nächste Woche natürlich viel, viel besser spielen, um einen vernünftigen Saison-Liga-Abschluss zu haben. Dankeschön. Ein Spieler kann sich noch ein bisschen freuen heute. Tommy Gruppe spielt wieder. Hat er sich diesen Einsatz verdient? Hat er so gut trainiert in den vergangenen Wochen? Was erwartest du von ihm? Ja, also klar, beim 3-0 für den Gegner, da wollte ich Tommy einfach mal Spielpraxis geben und ihn auch dafür belohnen, dass er sich wirklich auch wieder rangekämpft hat an die Gruppe. Und er hat das gut gemacht in den letzten Wochen im Training, war ballsicher, war gut, sowohl als auch im Mittelfeld als auch von der Viererkette aus. Und das hat er sich verdient. Und er hat fast noch ein Tor gemacht. Ja, das wäre super gewesen. Das hätte mich sehr für ihn gefreut. Das hätte, glaube ich, nicht viel geändert heute, aber für Tommy wäre es natürlich toll gewesen. Jetzt haben wir die ganzen letzten Minuten viel über die Enttäuschung gesprochen. Wie wird denn jetzt eigentlich die Rückfahrt? Kann man vielleicht doch das so ein bisschen ausklammern und sagen, wir sind immer noch gerettet, es ist eigentlich nichts passiert und wir gehen jetzt das Spiel gegen Halle an? Oder nagt das wirklich ein paar Tage jetzt? Ja, ich meine, wir sind ja Fußballer, wir wollen ja die Spiele gewinnen. Und heute ist die Enttäuschung erstmal extrem groß, dass wir das Spiel verloren haben und auch so eklatante Fehler gemacht haben im Spiel. Und das nervt mich natürlich schon. Morgen und keine Ahnung, übermorgen, dann schwächt sich das wieder ab und dann schauen wir Richtung Halle. Aber es war auch wieder mal ein Weckruf mehr für die Mannschaft, dass sie weiß, worauf es ankommt und sie weiß, wie sie sich präsentieren muss, wenn wir Punkte holen wollen. Und ja, das ist heute und nächste Woche ist nächste Woche.